Ente, Wasker. Ich fahre ganz ohne Video mit Ente. Wasker, Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ente, ich habe hier heute Datapacks installiert und du musst herausfinden, was hier neu ist. Hä, wie? Du hast Datapacks installiert? Was? Ja, richtig krass. Du kannst jetzt hier im Dorf herausfinden, was neu ist. Und das wird richtig krass. Alter, jetzt nein, Schaf hier zu boxen, das hat gar nichts getan. Hä, macht das irgendwas? Nein, das schafft nichts. Aber auf jeden Fall irgendein Block im Dorf. Wenn du den, ja, wenn du da was Bestimmtes machst, dann wird was passieren. Und Leute, das sind die Datamacs von Command Geek und von MacMackiestein, glaube ich. Auf jeden Fall alle in der Beschreibung verlinkt. Oder das erste wird allein schon richtig lustig. Ich gebe dir gleich einen Tipp, wenn du es nicht selber herausfindest. Ja, bitte gib mir einen Tipp. Okay, es hat was mit den Betten zu tun. Hä, mit dem Bett? Lass ja, das, es gibt jetzt hier ein Bett-Update und du musst jetzt nur ein Bett finden. Gibt's eigentlich in jedem Haus, glaube ich. Lass jetzt mal hier in das Haus reingehen. So, da ist ein Bett. So, was könnte man auf dem Bett machen? Hä, schlafen? Ja, man kann es rechts klicken, man kann es aber auch links klicken, Ente, glaube ich. Und, nein, hä? Du hast es getan, Ente. Hä, was ist passiert? Ah, ich muss schnell weg. Oh, oh, was passiert da, Ente? Guck mal. Das Bett verfolgt dich! Hey, was ist da guck hinter dir! Lol, wie krass! Guck mal, das Bett hat einfach eine Axt und so bekommen, weil du den abgebaut Alter. Hast! Der ist jetzt richtig wütend auf dich! Oh, pass auf! Boah, manchmal bewegt er sich auch nicht, aber guck mal, er greift dich die ganze Zeit an. Warte, ich will gucken, wie viel Damage der macht. Ich greif den mal auch an. Ey, komm her, Bett! Ich mach dich platt! Hä? Und ich greife ihn an, zack, aber er geht echt nur auf dich, weil du den abgebaut hast. Er ist, glaube ich, richtig wütend auf dich. Ja, ich versteck mich vor dem. Warte, ich helfe dir mal kurz. Warte, ich mach dir die Tür auf. Los, geh rein, Kumpel. Hol die Ente. Los, geh da rein, mach nein, ihn fertig. Hilfe. Hau den kaputt. Warte, ich baue das auch noch mal ab, Leute. Ich zeige euch noch mal, wie das hier funktioniert. So, ich baue jetzt das Bett ab und zack, der wird hier gespawnt. Nein. Der wird jetzt, glaube ich, richtig wütend auf mich sein. Deswegen, ich muss jetzt auch schon abhauen. Ah! Aber das war das erste Datapack. Ah, ich sehe dich da vorne. Hinter mir ab. Gib dir Mühe. Das Bett ist auf, Mann. Wo ist der andere hin? Wie besiegen wir die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Was? Eisengolem, hilf mir. Oha, vielleicht könnte der Eisengolem uns retten. Vielleicht. Warte, oder wir locken ihn ins Wasser. Vielleicht geht der Wasser kaputt. Weil er besteht ja nur aus Dings. Ah, nein. Ich hab doch ein Bett abgebaut. Warum? Oh, da oben ist der nächste drin. Oh, nein. Oh, jetzt werde ich verfolgt. Das kann nicht wahr sein. Ente, rette mich. Nein, der geht jetzt mit daher. Ah, nein, der macht so viel Schaden. Oh, nein. Ich würde sagen, wir installieren jetzt das nächste Datapack, weil das war hier schon die einzige Funktion hier. Aber die ist richtig lustig. Oh, da kommt schon das nächste Bett. Ja, Ente, guck mal, wie viele Mythen auf uns sind. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Lauf weg. Okay, Leute, jetzt ist das nächste Datapack drauf. Ente, bist du bereit? Bereit. Was könnte jetzt hier in den Datapack passieren? Wir sind immer noch im Dorf und ich glaube, hier könnte man auch die Items dafür kriegen. Hä, was meinst du? Aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich gebe dir schon mal einen Tipp und zwar geht es um Chicken. Nein, oh nein. Doch! Ente, komm, mach! Oha, warte, wir brauchen nicht mal eine Crafting-Table. Was könnte man damit machen? Man könnte es essen. Was könnte man noch machen? Reichen. Versuchen, irgendwas zu craften. Damit versuch das mal, Ente. Ich gebe dir mal ein paar Stück. So, und zwar... Guck, was ich hier in der Hand habe. Hä, was hast Chicken du? Chicken Nuggets! Ja, Mann! Nice! Also. Ja! Und ich glaube, man kann die sogar dippen oder so. Warte mal, es soll, glaube ich, mit jedem Item oder so klappen. Ich probiere mal. Irgendwo muss man die draufwerfen oder so. Hä, wie dippen? Wie geht das? Na, mit Potions, glaube ich. So, ich glaube, ich habe die Dips gefunden. Guck mal. Ich werfe jetzt hier mein Chicken Nuggets hin und kann jetzt eine rote Farbe hinwerfen. Und zack, jetzt ist so ein Rot, der ist leicht rot. Das sieht aus wie Ketchup oder so drauf, hä? Und ich glaube, wenn ich gleich Hunger habe, kann ich den essen. Warte, ich muss ein bisschen Hunger kriegen. Nein, bitte keine, es ist nicht so. Das Chicken. So, ich habe jetzt Hunger bekommen und esse ihn jetzt. Let's go, was bringt er mir? Oh nein, oha, Regeneration. Oder kann ich jetzt sofort den nächsten machen, die mit gelber Farbe. Wie sieht das aus? Sieht so aus wie Käse oder so. Warte, den probiere ich jetzt auch nochmal direkt. Zack. Der gibt mir einen Jump Boost. Oha, guck mal. Aber nur ganz kurz. Was schmeckt der? Ja, der schmeckt sogar. Laber nicht. Ja, und dann gibt es doch, glaube ich, hier die grüne Farbe. Geht das auch? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Aber hier so Seetank. So, geht das auch? Und ja, das geht auch. Aber das ist jetzt so grün, hä? Das sieht nicht mehr so gesund aus. Ich probiere das mal lieber. Zack. Was? Oh, ich krieg sogar Gift. Das wird nicht geschimmelt. Man darf das nicht essen. Lol. Oha, pass auf. Und mit Milch geht das, glaube ich, auch, oder? Ja, jetzt ist es so ein bisschen weiß, aber was könnte das sein für eine Soße? Tzatziki oder was? Jam, 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 jetzt habe ich Speed, let's go! Was könnte das sein? Joghurtsoße. Ah, genau, oder hier süß-sauer könnte die gelbe Farbe sein. Und zack, jetzt habe ich noch mal einen Jump Boost, nice!
So, und jetzt haben wir das nächste Datapack. Bist du bereit, Ente? Bereit! Womit wollen wir anfangen? So, Ente, ich würde sagen, gehen wir kurz in Game und bauen ein Portal. Macht man ja normalerweise so, oder? Nein, ey, falsch, Ente! Du bist auch Minecraft-Profi! Ja, Ente! So, und zack, und jetzt mach es mal an. Oh, das wird gleich richtig lustig. So, das ist erstmal ein normales Portal. Den kennt jeder Minecraft-Spieler, aber Ente, guck mal jetzt! Ich habe jetzt so einen Spawner. Guck mal, was jetzt für ein Portal kommt. So, ich mache hier alles frei und bist du bereit? Was machst du dafür rein? Let's go! Guck mal, wir haben ein neues Portal. Aber ich glaube, wenn wir rein wollen, dann... Hä? Es bewegt sich, Ente! Man kann nicht reingehen, hast du es gesehen? Ich will hier reingehen, aber es funktioniert nicht. Ihr haut ab, Mann. Ey, beim Schildportal. Ey. Boah, das geht echt nicht. Ey, ich will es benutzen. Komm schon. Was ist das? Was soll das? Bleib stehen, Mann. Ich will ins nächste. Also könnt man richtig gut Freunde pranken mit diesem Texture-Pack und Data-Pack. So, let's go. Rein hier. Und ey, da haut schon wieder ab. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, bleib stehen. Was ist das? So, jetzt ist er stehen geblieben. Warte. Vielleicht... Nein, Ente, hör auf. Vielleicht müssen wir einfach sneaken oder so. Vielleicht können wir dann rein. So, ich bleib jetzt hier am Sneaken. Kann ich jetzt rein? Komm schon, ich bin ganz vorsichtig. Nein, und down schon wieder ab, ey, Mann. Selbst sneaken bringt nichts, oder was? Als ob das so schwer ist. Komm schon. Ey, Mann, okay, ich gebe auf. Lass hier mit dem nächsten Item weitermachen. So, ich habe jetzt hier so einen Regenhelm, heißt das. Ich zieh den mal an und zack. Oh, ich habe einen Blitz gemacht, oder was? Hä? Was ist gerade passiert? Warum habe ich das Schaf besiegt? Das wollte ich gar nicht. Hä? Und es regnet über mir. Leute, schaut euch das mal an. Hä? Es tropft die ganze Zeit. Was soll das? Und ich glaube, wenn ich dich angreife, kommen Blitze, oder? Oder nur bei Mobs? Oh, guck mal, die ganzen Mobs, die kriegen Blitze ab. Boah, echt jetzt? Ja, aber warum du nicht? Ich will dich mit dem Blitz angreifen, nicht die Mobs. Die haben doch gar nichts gemacht, nein. Wow, aber das ist cool, Leute. Richtig krass. So, was haben wir noch? Wir haben eine fliegende Toilette. Bist du bereit? 3, 2, 1, let's go. Kann man sich draufsetzen? Ja, ich sitz drauf. Hä? Bitte, ich glaube, ich mache gerade Geschäfte. Ich werde abhauen. Ich geh weg, Mann. Oh, mein Bauch, nein. Aber wie kann ich fliegen? Muss ich einfach irgendwo hingucken oder so? Komm schon, ich will losfliegen, bitte. Ah, es funktioniert, glaube ich, so. Ich muss hier den ersten Slot nehmen. Und jetzt geht das, Ente. Guck mal, ich habe eine fliegende Toilette. Was, du Horror? Was geht bei dir? Ja, aber dann kommt, was kommt da raus? Pupst sich die ganze Zeit, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Aber du hast aus dem Schwein mit deinem Regen einfach ein Zombie-Pitman gemacht. Bin dir blind? Lol, hab ich ja gerade eben echt gemacht, lol. Kann ich nochmal machen, oder? Warte, Regenhelm, zack. Und jetzt hab ich da noch... Oh, jetzt haben wir zwei Zombie-Pigments. Und die Toilette. Nein, muss die. Nein, die ist da. Ich muss die retten, die Toilette. Nein, ich kann nicht mehr drauf. Egal, wir haben noch viele coole andere Items. Und zwar eine Kiste. Warte mal, lass mal gucken, was da drin ist. Die ist leer, hä? Guck mal, man kann da nichts reinmachen. Was, hä? Die ist leer, die bringt doch gar nichts. Hä, warte, hier ist wirklich kein Platz. Ey, da verschwindet alles, wenn du was reinlegst. Tu da mal irgendwas rein, das verschwindet. Wow, warte mal, ich tu das hier rein. Ach, das ist so wie eine Mülltonne oder so. Du kannst ja alle Items entsorgen, die du willst. Und zack, weg damit. Wow, wie nice. Oh. Ich hab Gift bekommen, was geht hier ab? Da liegt AA, guck mal. Von wem ist die? Wer war das? Oha, was soll das, Ente, Mann? Aber egal, Leute, wir haben hier noch was. Ja, das warst du. Oh, stimmt. Wir haben noch den Diamantkompressor. So, was kann ich hier machen? Ich glaube, ich kann die Dias irgendwo reinlegen, oder? Oben, ja. Hör, warum nach oben? Was soll ich hier machen? Warte, ich brauche noch Kohle. Die hole ich mir hier kurz. Zack, Kohle. Zack. Und? Funktioniert das jetzt? Hör, was passiert da? Guck mal. Hä? Was geht mit dem Dia ab? Der ist zu Kohle geworden, hä? Hab ich das richtig gesehen? Alle meine Dias sind weg. Das kann doch nicht wahr sein. Hatte ich da gerade einen Stack oben? Nein, oder? Das kann nicht sein. Ich mach noch mal Kohle rein. Hä, Leute, habt ihr das gerade gesehen? So, da sind meine Dias 4. Da war ein ganzer Stack drin. Und? Hä? Die wurden jetzt wieder zu Kohle gemacht. Das lohnt sich ja gar nicht. Was soll das? Richtiger Scammer. Voll der Scammer. Ist so. Aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das hier gefallen hat. Schaut mal vorbei. Oder wenn ich sage, tschüss. Ciao.